Ja, das ist ja. Der Desert-Titan, also der Wüstentitan. Da brauchst du dieses Artefakt, dann irgendwie ein korruptes Herz, 100 Stück, Oha. 10 Feuerkrallen und Sarkosuchus Haut, 10-mal. Okay. Sehr schön. Also wissen wir schon mal, wo wir den Wüstentitan beschwören. Und hier ist ein Explorer Note. Oh, warte, die will ich auch haben. Ist hier sonst noch was? Nö. Na gut, das Artefakt haben wir schon. Ja, aber das ist ja auch dämlich. Vor dem Wüstentitan quasi liegt genau das Artefakt. Also kann man hin und her laufen und sich das einfach wiederholen. Das ist echt bescheuert. Hey! Brav an Gülo! Der den Spinner dazwischen getötet. Gut. So, ab zum. Zu Flitzi. Ich muss da ein bisschen Zeug in den Flitzer reinhauen. Bin ein bisschen schwer. Vorsicht, Fledermäuse. Ich sag jetzt nichts drauf. Mehr jetzt fliegen kann ich nicht. Oh. Kannst du mir mal nicht davonfliegen? Ich kann nicht stehen bleiben. Wieso stecken die Sachen nicht mehr gescheit? Weil die ersten paar Minuten die Stacking-Mod noch nicht funktioniert hat. Ah! Und alles, okay, was wir damals vor der Stacking-Mod gesammelt haben, hat quasi anderes Gewicht und stackt anders. Was ist jetzt schon wieder los? Spinne! Spinne, 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 Spinne. Angelo! Hilfe! Komm her da! Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg hier raus. Brav, Angelo! Boah, die Spinne ist weggeflogen! Man ist einfach weggekickt. Hat witzig ausgesehen. Nein, du wirst jetzt nicht wieder bewusstlos. Sag einmal, wo kommen die ganzen Spinnen jetzt her? Von oben. Und schon wieder eine. Von oben. Das ist aber ein. Bist du da, Engine? Ja. Ja, hinter dir. Das sind die, die wir vorhin da oben alle wahrscheinlich angestupst haben. Jetzt kommen wir uns runter. Ja. Ah, es muss eine hohe Spinne sein. Ich weiß nicht, ob die Damage zahlen oder ist Damage allgemein hier irgendwie ein bisschen lustig anders ist. Anders rein, weil ich mache auch mit meinem Pipte fast keinen Schaden. Standbild, scheiße. Jetzt. Interessant. Fliegen wir jetzt weiter da raus, Angel? Ja, ja, ich bin draußen. Ich muss nur den Flitzer organisieren. Ich muss weil jetzt der nur wollte mit Fledermäusen spielen. Zwischenlanden hier. Da traut sich was. Sehr mutig. Muss aber so aufpassen, hier draußen ist ein Skorpione. Heile dich schnell! Das ist nicht das Problem. Flieg weiter, Angel, wenn es geht. Wohin denn? In welche Richtung? Erstmal hoch. Weil es kommen gerade wieder die ganzen Onyxe daraus. Ich bin oben und sehe jetzt gar nicht, wo du bist. Ich bin da, wo der andere Pip da auch rumfliegt. Haha, den sehe ich ja auch nicht mal. Nicht zu hoch geflogen wahrscheinlich. Siehst du diese Ruinengebäude? Ach, da lang bist du. Meinst du dieses komische Gewächshaus hier oben, oder was? Also nicht das ganz oben, sondern das in der Mitte. Das sind ja zwei. Eins ist ganz hoch auf einer Klippe und eins ist noch ein bisschen niedriger. Ja. Na, da bist du. Ach, da hinten. Ich komme. Irgendwie bin ich gerade stolz auf uns. Unser erstes Artefakt. Und das ist wirklich so easy. Ja, voll. Fliegen wir aber, glaube ich, nicht in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Ich weiß gar nicht, wo wir hinfliegen, weil hier schaut irgendwie alles gerade nach Wüste um mich rum aus. Ich will jetzt erstmal aus der Bubble da raus. So, jetzt kann ich mich nämlich wieder orientieren. Jetzt müssen wir in die große Stadt. Wir müssen aber gleich irgendwo zwischenlanden. Na, dann landen wir hier nochmal auf diesem Metallgedöns hier. Oh, hier gibt's auch Wölfe. Was? Cool.
Also gibt fast ein bisschen alles von allem. Das passt doch. Aber bis jetzt habe ich noch nie irgendwie hier Wasser gesehen. Richtiges Wasser, ein Meer meinst. Hm? Also wegen hier Fischen. So. Fliegst los, ohne Bescheid zu sagen. Achso, ich dachte, das siehst du, wenn zwei Vögel neben dir starten. Nee, ich war gerade, hab gerade meinen Tweety ein bisschen gelevelt. Der hat Ach jetzt so. Ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Ausdauer. Kann vielleicht 2 Sekunden länger am Fliegen sein. Hier ist es etwas heiß bei mir. Mhm. Aber nur etwas. Hm, große Flamme. Ja. Müssten wir nicht ein bisschen weiter nach rechts? Ja, müssten wir theoretisch. Ich frag ja nur, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Naja, du kennst dich schon aus, sonst wüsstest du ja nicht, dass wir nach rechts müssen. Das sagt mir einfach so mein Gefühl. Manchmal habe ich sowas, weißt du? Orientierung? Nein, Gefühl. Ach, Gefühl. Eine Vorahnung. Hm. Okay. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Jack. Alles, was ich sagen könnte, würde es noch schlimmer machen, also sage ich nichts. Mhm. Alles, was sie sagen kann, gegen sie verwendet werden. Genau. Genau, also sage ich nichts. Entweder spinnt mein Arg, oder du bist so schnell, dass kaum bin ich hinter dir, bist du schon wieder irgendwo rechts oder links weiter. Ich weiß es nicht. Nee. Jedenfalls ist er nicht da, oder wie? Mhm. Genau. Flieg einfach nur weiter. Ja. Fliegt und fliegt. Ich muss mal hier zwischenlanden auf den Felsen im Wasser. Auf dem Felsen im Wasser. Ach, da. Tappa tappa. So. Tappa 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 tappa. Wir können weiter. Jetzt ich halte wie. Darf ich. Ist alles voller Spinos. Hier. Also hier ist ein Spino-Gebiet, definitiv. Wo? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber es sind doch welche von diesen verfault, nur für dich. Ja, aber mindestens 7, 8 Spinos hier auf einem Fleck. Was? I. Was ist jetzt I? Hier sind gelbe Eiterbeulen. Wollte gerade sagen, ist das Eisen? Nee, ne? Ich hau gleich mal drauf. Kennst mich doch. Wie Schwefel oder sowas, ne? Ja, aber gibt's hier Schwefel? Vielleicht haben sie das neu eingeführt. Das schaut auf jeden Fall aus wie so. Ne, bei Dörf gibt's auch Schwefel. Stimmt. Schaut auf jeden Fall aus wie so heiße Schwefelquellen, Gedöns, Gedings. Könnte ja vielleicht sein. Schwefel. Na bitte. Und man bekommt Kondensgas. Okay, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Genau. Wieder eine neue Zutat. Kondensgas. Was ist ein Trashcan? Ein Müllsack? OCD Bullying and has a button to manuell. Gut, das können wir dann ignorieren. Genau. Das ist nichts von Dings. OCD ist doch alles hier, die Automatic Arc. Ja. Dingsbums. Das kannte ich jetzt gerade selbst nicht mal. Haben sie wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas aktualisiert. Und noch noch schlimmer gemacht. Ja, ich glaube eher schlimmer. Ich gehe nur davon aus. Ja. Jack, wie fliegst du denn? Geradeaus. Ich bewege mich nie nach rechts, ich bewege mich nicht nach links, ich fliege geradeaus. Nein. Ich gucke nur immer mal nach rechts und links, aber theoretisch... Ja, genau. Und dann... Nein, ich fliege geradeaus. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich fliege jetzt geradeaus und du bist jetzt schon wieder irgendwo... Du bist vor mir. Frau von Angel. Ja, Herr von Jack. Überholt mich, wo fliegst du denn hin? Das ist... Ja, vor allem du fliegst runter, du fliegst hoch und... Nein. Nein. Doch. Jetzt fliegst du nach rechts.
Ich fliege immer noch in dieselbe Richtung. Ich guck nur mal nach rechts und links hier. Rechts, links, links, rechts. Ja. Flieg geradeaus und ab nach Hause. Ja, dann müssen wir zurückfliegen, wo wir hergekommen sind gerade. Ah, hier ist noch ein Obelisk. Ich habe einen dritten Obelisk gefunden. Okay. Ja, zwei habe ich auf der Map schon fast aufgeregt. Also Wüste und Schnee. Also müsste eigentlich dann, wenn wir Wüste und Schnee haben. Der dritte Obelisk, der grüne, ist fast in der Stadt. Ist es sicher Redwood oder Sumpf? Nee, Stadt. Stadt, gut. Stadt. Der ist in der Stadt. Stadt. Weiß nicht, als was die Stadt zählt, als Mechanik. Als Stadt. Stadtstück. Muss mal landen. Okay. Ein Tech-Rex. Juhu. Ein Tech-Rex. Ein Tech-Rex. Level 26. Yay. Süß. Mhm. Weiter. Okay. Ich hab das Fleisch einmal in den Lystro da, weil dann hält's da länger. Und der frisst das eh nicht. Hm. Also, sind die Tiere da, weil unsere Kühlschränke. Das habe ich früher immer gemacht, wenn ich noch keinen Kühlschrank gehabt habe und so. Ja klar, warum nicht? Also muss doch noch irgendwo ein vierter Obelisk sein, würde ich jetzt mal schwer vermuten. Ein was? Der vierte Obelisk. 100 pro. Wenn wir jetzt schon drei Stück gefunden haben, muss es ja noch einen vierten geben. Das schreit ja förmlich danach. Ja, sobald ich mich jetzt da dann eh besser ausgerüstet habe, werde ich mich eher ein bisschen umschauen noch. Hm. Ich auch. Erstmal noch ein bisschen besser equippen, vielleicht noch ein paar bessere Tiere und dann so mal ein bisschen losziehen. Oh, hier ist ein Hologramm. Eine Hologramm-Welterdkugel. Cool. Guck mal, ich bin in die Welt geflogen. Bums. Jetzt gibt's den Urknall. Zerstört die ganze Welt. Jo. Du machst aus der Welt auf einmal arg. Ich bin an dem ganzen Chaos hier schuld, deswegen. Ja! Ich würde es wieder tun. Schaut cool aus. Was macht denn der hier? Keine Ahnung, frag ihn. Was hast du also als... Wie fliegst du denn? Ich flieg einfach durch den Wald hier durch, keine Ahnung. Das kann doch Jahre dauern. Oh, hier ist ein Springbrunnen. Ja. Nimm ihn mit! Zu groß. Ich hab C3 Vögel. Jack. Ja. Wo bist denn du? Genau über dem Springbrunnen. Ich hab mich keinen. Nein, da schweb ich. Da unten. Dann schweb ich noch über euch und hab dich gerade nicht gesehen. Ich hab mich keinen Meter bewegt. Wollte ich ja nur mal wieder anmerken. Ja, wo bist du jetzt hin, ihr Flo? Ach, da. Zwei Minuten später. Jack, wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei dir zu Hause. Keine Ahnung. Ich kenne mich doch auch nicht aus. Ich weiß es doch auch nicht, wo wir hier sind. Muss mal landen. Ja. Mach halt. Ich sitze ja hier schon. So. Wir sind in die ganz falsche Richtung unterwegs. Wir müssen uns einmal. Das sind wir nicht. Wir müssen. Hier weiter. Ihr müsst Richtung 50 und 60, 40. Wir müssen hier weiter. Ist wieder die Spinne. Kommst du, Angel? Ja. Nicht, dass es wieder heißt Blöde Jack. Spinne. Naja, zeig doch immer Jack. Wo bist du? Wo ist er denn? Weg versteckt. Boah. Scheiß Bäume gerade. Furt. Ja. Hoppla, unser Besuch ist da, keiner hat den Leuten gehört. Doch, ich hab's klingeln hören. Ach, du hast es gehört? Ich auch. Okay. Es hat meh gemacht. Das hab ich voll nicht gehört. Tja,
So ist das, wenn man am Zocken ist. Guck mal, Angel, was ich gefunden habe. Hä? 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 Na, jetzt sagst du nichts mehr. Jetzt sagst du nichts mehr. War? Jetzt sagst du nichts mehr. Ist der Petri wieder da? Nö. Habe ich ausgesetzt. Blödsinn, da ist der Flitzer. Siehst, da lacht sogar dein Besuch. Da ist mein Pterodon. Bleib mal. Ich bin eh wieder da. Da bin ich. So, ich stopf dir mal dein Zeug da rein. Was ist mein Zeug? Achso, mein Zeug. Das, was ich verloren hab. So, das ist noch was? Nicht mehr. So. Ja, eine zweite Wasserflasche, bitte. Danke. Und meine Handschuhe. Handschuhe? Hab ich nicht. Hä? Nee. Handschuhe hab ich nicht. Interessant. Nee. Entweder habe ich vergessen, deine Handschuhe auszuziehen, dass du die noch anhast, oder die sind weg. Ich lasse vorerst mal das Lederzeug an. Das geht dabei. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben viel neues, komisches Zeug entdeckt. Wir haben zwei Artefakte. Wir haben eine überragende Pumpgun. Wir haben einen Froschsattel. So, wir haben viel neues Gedöns. Alter, was sind das für alles für Zeug? Ah! Da ist mein Deckskin. So. Soppala. Soppala. Dann haben wir erstmal wieder auch alles aufgeräumt. Das Brüstchenarm müsste ich noch ein bisschen reparieren. Das arme Hast Brüstchen. Haben wir also. Jetzt sehe ich aber hier stand der Armbrust. Waffen entfernt. Läuft. Läuft. So, brauchen wir noch irgendwas? Nee. Gut. Ankylo, du kannst dich selber verteidigen gegen Spinnen, wa? Ja, du schaffst du. Ja, das schafft er schon mittlerweile. Ich habe ihn ein bisschen auf Damage gegeben. Ein Kampf an Kylo. Ja, na, da sind so viele wie jetzt da dauernd erschienen sind. Mhm. Aber ich mir gedacht, das wird schon nicht schaden. Naja, das war auch einfach nur so ein erster Not-Tame an Kylo, der mir halt so vor die Flinte gelaufen ist. So. Na gut, ich bin dann erstmal raus. Ich auch. Ich bin so frech und bleib. Wie kannst du nur? Ich kann.